Abend Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In meinen letzten Videos gab es ja nicht mehr so sonderlich viele Späne zu sehen. Ich habe da ja mehr vor mich hingelabert und Sachen erklärt. Das möchte ich heute mal ändern. Heute gibt es nochmal ein, ja, eigentlich nur Späne-Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich dieses kleine Teil hier fräse. Das ist eine Kreuzplatte. Nicht meine, sondern die ist für den Alex. Der ist sich gerade eine neue Fräse am Bauen, ein riesen 2 Meter Monster oder noch größer, ich weiß gar nicht genau, wie groß er ist, müssen wir gerade nachgucken. Er hat zeitlich irgendwie nicht so gerade die Bandbreite, um so Sachen hier zu machen. Da sind noch ein paar andere Teile, die habe ich schon fertig gemacht für die Z-Achse. Ihm fehlt auch so ein bisschen die Erfahrung, um hier wirklich Alu zu zersparen. Und das ist ein Riesenteil, das sind 500 mal 200 mal 35 mm. Wie man sieht, da kommt ein großer Slot rein, genau wie bei meiner auch, da läuft die Kuss drin und hier an den Seiten kommen die Schienen drauf, also er geht auch mit fahrenden Wagen, deswegen so eine massive Kreuzplatte. Und ja, ich dachte mir, ich mache mal wieder ein komplettes Video, nur Späne, Echtzeit, ohne viel Vorgespule oder sowas. Schnittdaten blende ich euch oben ein, wie gehabt, und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken, wie das Teil hier entsteht. Thank you.
Gut, das wäre Seite 1. Das heißt, das Problem, dass die Vakuumplatte das immer so ordentlich festhält, dass das echt schwer abgeht. Boah, da kommt er. Und ich kriege immer wieder die Frage, wie ich es denn schaffe, auf der Vakuumplatte ohne Anschlag, ohne alles, eine Zwei-Seiten-Operation so hinzukriegen, dass die mehr oder weniger passt. Und die Antwort ist ganz einfach, mit einer Messuhr hier. Das ist jetzt ein bisschen brasselig, die einzumessen, aber normalerweise geht das einigermaßen zügig. Die Platte hier ist ein klein bisschen schief, glaube ich. Zumindest hat sie auf der ersten Seite ein bisschen rumgezickelt, aber das kriegen wir hin. So, ich fahre jetzt auf der Seite hier erstmal auf 0. Dann habe ich da meine Referenz. Jetzt fahre ich auf die andere Seite. So, und wenn das mal kein Augenmaß ist, ich bin mal gerade nur 1/100 daneben. Dann nimmt man sich irgendwas zum Dagegenklopfen und klopft das 1/100 gerade zurück. So, jetzt steht die da auf 0. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich hier vorne verschoben. Das heißt, ich fahre jetzt hier vorne zurück. Die Ecke ist auf 0 geblieben. Ein klein bisschen kann so. Sorry, die war nicht auf 1/100, die war auf 1/10 daneben. Das ist ja eine 100er Uhr. So, jetzt ist hier dann noch ein klein bisschen zu viel. So, da haben wir 0. Hier haben wir 0. Damit passt das und ich kann das Vakuum wieder anmachen. Und das macht jetzt ganz fürchterliche Geräusche, weil ich da drunter den Slot frei habe und da ein paar Löcher auf sind. Kann sein, dass er sich gleich hier und da ein bisschen einkriegt. Aber das Schöne an so einem Loch, was der Tisch ist, das hält trotzdem, nur hört sich nur scheiße an. Jetzt brauche ich noch den 3D-Taster. Da muss man ja was gerade antasten. Grob die Mitte markieren. So, wir haben die Mitte und können loslegen.
Gut, damit wäre die Platte fertig. Da jetzt mal gucken wollen, wie gut denn das Ganze gepasst hat mit der zweiten Seite. Hier vorne an der Stelle ist der Schnittpunkt. Man sieht eine ganz leichte Kante. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Technik, die ich nutzen würde, wenn ich auf beiden Seiten wirklich 100% sauber rauskommen muss. Allerdings ist das, wenn man sich mein anderes Video anguckt zum Thema Zwei-Seiten-Operationen, so im Rahmen, den ich erwarten kann hier. Also es ist jetzt sichtbar an diesen Stellen, die würde ich normalerweise vermeiden. Hier ging es jetzt nicht wirklich gut anders, weil ich hier mit dem Fräser nicht ganz runterkam. Da musste ich irgendwo einen Schnittpunkt setzen. Aber gerade für so Durchgangsbohrungen hier, da die Bohrung, gucken, kriege ich euch da näher ran, dass das noch scharf ist. Da sieht man es eigentlich, sollte man es sehen. Das ist eine Durchgangsbohrung für eine Schraube, die sind eh ein klein bisschen Übermaß. Der kleine Cutcher, der dann da sieht man ein bisschen, drin sieht. Das ist rein kosmetischer Natur und das stört überhaupt nicht, wenn man solche Sachen macht. Und wie man gesehen hat, der Vakuumtisch und Lochwassertisch, der hält das auch, wenn hier in der Mitte alles frei ist, da hat er überhaupt kein Thema mit. Das ist das Schöne an der Art von Tisch. Ein normaler Rastertisch hätte da gesagt bei den Löchern zum ganzen Spaß, jup, Vakuum ist weg und tschö. Der ist extra so gebaut, dass die Löcher da drin so klein sind, dass er trotzdem hält. Gut, Teil ist fertig. Habt ihr im Vorspann schon gesehen. Was ein bisschen auffällig war, als ich den Slot hier reingemacht habe, dieser Schrubfräser, den ich da genutzt habe, der hat in dem letzten Viertel, angefangen ein bisschen zu kreichen. Und ich habe es dann in den Griff bekommen, indem ich den Vorschub erhöht habe. Ich bin erst ein bisschen runtergegangen, mit der Drehzahl ein bisschen hoch, also FZ kleiner zu setzen. Hat ihn alles nicht beeindruckt, mehr Kühlung hat ihn auch nicht beeindruckt. Ein bisschen mehr Vorschub drauf. Ich glaube, ich bin so auf 120% gegangen. Dann war die Hose plötzlich okay. Ich schätze mal, der ist ein bisschen warm geworden, hat die Temperatur nicht so ganz über die Späne weggekriegt. Mit ein bisschen größeren Spänen, ein bisschen mehr zu beißen, ist dann wahrscheinlich besser gegangen. Interessanterweise hat er sich deutlich humaner angehört als auf der zweiten Seite, dass derselbe Dreischneider, nur nicht als Schrubfräser, sondern als ganz normaler Fräser, Schlichtfräser. Da habe ich den Kram da hinten mit weggenommen, weil ich keine Lust hatte für diese eine Minute da Fräser umzuspannen. Und da war mir die Menge an Späne egal. Der hat sich da doch deutlich, ja, nicht aggressiver, aber mehr zu arbeiten angehört. Fand ich mal ganz interessant, dass eigentlich gleicher Fräser, gleiche Geometrie. Ich kann dir gerade mal zeigen hier. Ja, das sind, mal gucken, die zwei, kriege ich scharf gestellt. Na, komm schon. Das sind von Bibi Tools, sind das aus China, AliExpress. Einmal hier der ganz normale und einmal hier die Schrubb-Variante davon. Ich sehe gerade, der normale, der hat ein bisschen flacheren Winkel. Aber es sind beides Dreischneider. Na. Die gehen auf jeden Fall so, ja, ich sag mal grenzwertig auf der 2kW Spindel noch. Die schafft das noch, wie man sieht, mit 1,5 mm seitlich und 15 mm tief kriegt er die durchgezogen. Da ist aber auch die Grenze. Wenn ich da auf 20 mm Tiefe gehe, dann schafft er nur noch einseitig. Und da hat die schon gut zu tun, dann die Spindel. Das hört und sieht man. Aber im Großen und Ganzen gehen die noch ganz gut und die ziehen richtig Material weg, wie man sieht. Da kann man ein bisschen was mit machen. Ja, und ich wollte ja auch eigentlich gar nicht viel quatschen heute, sondern nur die Späne zeigen dazu. Deswegen, wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß und fand ein gutes Video und wie immer, gehabt euch wohl, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao!